Ja, wir stehen hier vom Luise-Schröder-Zentrum der Arbeiterwohlfahrt in Essen-Katernberg, im verschneiten Essen-Katernberg heute am 1. April. Und das Luise-Schröder-Zentrum wird zurzeit für mehr als 50 Millionen Euro umgebaut, fachgerecht umgebaut und verbessert. Darüber freuen wir uns hier sehr. Und vor mir steht Frank Müller, den ich hier herzlich begrüße. Er ist Landtagsabgeordneter und gleichzeitig auch der Kandidat für unseren Bezirk. Herzlich willkommen, lieber Frank. Ja, vielen Dank. Frank, wie siehst du den zukünftigen Bedarf an ambulanten und stationären Pflegeplätzen in unserem Stadtteil oder hier im Landkreis? Der ist nach wie vor extrem hoch. Wenn man mit Menschen hier aus dem Stadtteil spricht, dann beklagen die tatsächlich den Mangel an Pflegekräften in der Stadt zu werden. Also ich habe auch ellenlange Wartelisten bei den ambulanten Diensten. Da war schon eine Menge Nachholbedarf. Das ist genau so. Ja, nicht nur in Essen, sondern auch landesweit wird immer wieder über die Schließung von Praxishäusern nachgedacht. Wie willst du in diesem Arbeitsfeld des Neustarts bei der Gesundheit aus dem Regierungsprogramm der NRW-SPD im Essener Norden das umsetzen? Ja, der CDU-Gesundheitsminister, der denkt ja nicht nur darüber nach oder diskutiert, der lässt ja faktisch zu, dass Krankenhäuser geschlossen werden. Er will das sogar, dass Krankenhäuser geschlossen werden. Und das haben wir hier am eigenen Leib gespürt, mit in St. Vinzenz. Und das reißt natürlich ein totales Loch in die Gesundheitsversorgung, das macht Strukturen kaputt. Und mit dieser Krankenhausschließerei muss Schluss sein. Dafür setzen wir uns ein und gleichzeitig schließen wir schaffen, damit alle einen gerechten und fairen Zugang zur Gesundheitsversorgung bekommen. Ja, das ist völlig richtig. Wir haben wirklich hier Engpässe, gerade hier in Ostern-Norden genauso. Ja, die Beschäftigten in allen Pflegeberufen beklagen zu Recht die mangelnde und öffentliche Anerkennung. Wie will die neue Landesregierung diese Situation verbessern? Ja klar, ist doch der Applaus reicht nicht. Ne? Vom Klatschen wird man nicht satt. Im Übrigen bekommt man vom Einmalklatschen auch nicht viel Anerkennung. Die Pflegekräfte brauchen viel, viel mehr Zeit mit den Patientinnen und Patienten. Das heißt, wir brauchen einen dringend besseren Personalschlüssel bei uns in den Krankenhäusern, in den Pflegeeinrichtungen. Aber wir dürfen auch zum Beispiel die Reinigungskräfte in den Krankenhäusern nicht vergessen, die auch einen harten Job haben. Die brauchen einfach schlichtweg mehr Zeit, mehr Anerkennung, mehr Personal. Das ist, glaube ich, der Schlüssel auch für mehr Wertschätzung. Klatschen alleine reicht. Mehr Personal und mehr höhere Gehälter. Genau. Das sehe ich genauso. Ja, lieber Frank, das war es auch schon mit meinen Fragen. Wir wünschen dir sehr viel Erfolg weiterhin in deinem Wahlkampf. Und wir sind uns sicher, dass du diesen Wahlkreis direkt auch gewinnen wirst, so wie 2017 auch. Und alles Gute und viel Kraft im Wahlkampf. Ja, vielen Dank. Ich glaube, Unterstützung.